So, wir stehen jetzt hier vor dem Abfahrtsplatz. Das ist scheiß kalt. Genau. Es ist, wir frieren uns gleich für euch da oben extra den Arsch ab, damit ihr wisst das nächste Mal, wie man ein Feuerwerk aufnimmt. Aber die Bilder werden cool. Die Bilder werden cool, ja. Die habe ich jetzt schon vor Augen. Ja, ja, ja. Ich auch. Ja. Ich habe schon voll alles im... Im Blick. Im Hirn. Okay, wir fahren da jetzt mal hoch. Ja. Bis später. So Leute, wir sind jetzt hier am Spot, wo wir gleich aufnehmen werden. Ich schwenk einmal rüber. Hey! Ja, hier sind die ganzen Verrückten. Ich glaube, ihr seht die eh nicht, oder? Da drüben ist noch ein Feuerwerk. Nun, also, wie haben wir die Kameras eingestellt? Wir haben die Kameras eingestellt. Ich mache mal das Display an. Also, es ist auf jeden Fall auf On. Das ist schon mal das Wichtigste. So, jetzt aber. So, also. Kamera, ich filme es mal ab, mach mal aus. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Kann man sehen? Kann man wahrscheinlich nicht sehen, oder? Na gut, dann sage ich es mal kurz. Also, Kamera ist eingestellt auf manuell 8 Sekunden, 8er Blende, ISO 100, ja, und auf Mehrfeldmessung natürlich, ja. Und da sage ich schon alles. Spiegelvorauslösung rein. Und ab geht die Post. Jetzt fragen wir mal den Michael Hofrichter. Wie hat er seine Kamera eingestellt? Wie hast du seine Kamera eingestellt? Momentan 8 Sekunden, ISO 100, Blende 8. Und das war's. Genau, und Selbstauslöser 2 Sekunden. Genau, okay. Seht ihr auch 8 Sekunden? Da sind wir hier ganz gut mit unterwegs. Jetzt kommt der andere Michael. Ja. Wie hast du deine Kamera eingestellt? Also, wie habe ich meine Kamera eingestellt? Blende 8 und 6 Sekunden. 6 Sekunden? 6 Sekunden. Du bist der aus der Reihe tanzt. Der aus der Reihe tanzt. Der tanzt immer aus der Reihe übrigens. Der Martin hat die Kamera eingestellt. Auf 8 Sekunden bei Blende 8. Und ISO 100. 100. Also 3, Blende 8, 8 Sekunden. Übrigens, der Martin und ich, wir haben Canon. Er hat eine 5D, ich habe eine 6D. Und die beiden Jungs haben die Sony A7. Oh, jetzt habe ich ausgelöst. Na, das ist ja auch ganz schlau. Den Akku aufladen steht hier. Das ist ja geil.